Sollen wir uns jetzt noch das Video von Simex reinziehen, weil irgendwo jemand meinte, der hat da voll die Scheiße abgezogen, der hat was richtig Unmenschliches getan. Tauben greifen mich an in Spanien. Endlich, wir wandern in dieses Land aus. Mein letztes Video in Deutschland. Das zweite, 31.000 Likes, 32.000 Dislikes. Jetzt ziehen wir uns das mal rein. Was geht? Heute ist der Moment, auf den wir monatelang hingearbeitet haben. So viel Kraft und Arbeit einfach rein investiert in den ganzen Umzug, weil Auswandern in ein anderes Land ist gar nicht so einfach. Man muss so viel Papierkram und alles regeln. Allein schon wegen dem Umzug. Wir haben über 30 Umzugskartons gehabt. Durch mal, alles ist komplett leer. So hier oben war natürlich nicht so viel. Aber zum Beispiel hier schicke unten, Wohnung. Meine Gaming-Ecke ist komplett weg. Hier unten auch. Arubibi, sauer am Start. Er ist doch voll aus wie die Wohnung von Anton. Der hatte auch mal so eine Wohnung, wo der da runter gucken konnte, ne? Hier unten auch. Arubibi, sauer. Wohnung ist schick. Natürlich, der kommt mit. Der ist so groß geworden. Wir müssen euch gleich mal die Tasche zeigen, süßer Hund, wo Taro rein muss. Oh. Also Leute, ich habe voll die Liebe für Hunde entwickelt, ne? Die letzten. Hier muss Taro rein. Seitdem ich Kylie habe. Davor war ich nicht so der Hunde-Fan, aber jetzt unnormal. Okay Leute, wir sind jetzt am Flughafen. Taro ist auch am Start, Ellie sowieso. Ey, der Flughafen ist so leer. Ja. Und wir haben ein bisschen, also ich habe voll die Sorgen, weil es gibt irgendwie so einen PCR-Corona-Test. Ich laber nur Müll. Es gibt so einen PCR-Corona-Test und dann gibt es so einen Schnelltest. Und die Frau, wo wir das Check-in gemacht haben, weil wir mussten halt. Ich habe ja auch schon ungelogen. Ich habe, glaube ich, bestimmt schon 10 Corona-Tests gemacht. Ich habe einmal durch die Nase gemacht. Ich mache das nie wieder durch die Nase, weil ich bei mir, genau wo die durch die Nase gemacht haben, ich habe Nasenbluten bekommen, weil der Arzt das nicht vernünftig gemacht hat. Seitdem mache ich das nur noch im Hals. Und es gibt ja jetzt auch Tests, da kannst du gurgeln und musst ausspucken. Das ist viel, viel angenehmer, als diesen Stab da reinzukriegen, ey. Taro, den Ehrenbruder, nochmal separat einchecken lassen. Ey, diese Treppen, ich liebe es einfach. Wisst ihr, das ist das Geilste, was... Das ist in München, ne, der Flughafen. Einfach hier so auf chillig. Warte. Krank, wie leer der Flughafen ist, ne? Runter. Ja, dann war es komplett. Leute, wir haben extra für 3K eine Kamera mit richtig geilem Stativ und allem. Und ja, mit gutem Autofokus auf jeden Fall. Mikrofon geholt. Hey Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall im Flugzeug. Taro ist auch am Start. Film mal raus, dass man es sieht. Chris, danke, Bro. Ich hoffe, man hat's gesehen. Wir werden auf jeden Fall auch filmen, wie wir abheben. Du siehst eh schon komplett abgehoben. Bist du schon abgehoben? Bei mir fühlen sich Kopfschmerzen immer so an. Ja, und was ist mit Dings? Ich verstehe nicht. Akut. Wo sind deren Sachen und so? Haben die schon vorgeschickt? Ey, ich habe auch gesagt, ich reagiere eigentlich nicht mehr auf den Leute, aber es haben viele gesagt, der hat irgendwelche Scheiße gebaut oder sowas. Und das soll in diesem Video zu sehen sein. Ich bin gespannt, was ihr damit meint. Weil ich habe keinen Bock mehr auf den zu reagieren, ehrlich. Ich will solchen Leuten keine Aufmerksamkeit mehr geben. Das ist das letzte Mal jetzt. Leute, wir sind gerade im Flieger. Wir heben gerade ab. Ich zeige euch mal, was abgeht. Taro? Taro. Ja, aber Hund, wie ist das eigentlich für Hunde zu fliegen, ey? Ist das schlimm für die beim Abheben und sowas? Mann, kümmere dich doch mal um deinen Hund, Alter, der hat Angst. Ich find's gar nicht lustig. Okay, Leute, wie man unschwer erkennen kann, Ellie und ich sind endlich angekommen. 2 Stunden Flug, ging eigentlich voll klar. Wir hatten einen Sitz quasi frei neben uns. Also es sind ja mal so 3er-Sitz rein. Und dann hat sich Ellie ein bisschen auf meinen Schoß gelegt und hat ein bisschen geschlafen. Ich bin so ein Mensch, ich kann nicht so schnell einschlafen. Noch eine kleine Story, ihr müsst euch vorstellen, man braucht so einen Negativ-Corona-Test und keinen Schnelltest, sondern irgendwie so einen CPR-Test. Ellie und ich wussten das halt nicht. Und wir haben extra 2 Tests gemacht, weil der halt nicht älter als 72 Stunden sein darf. Aber wir haben diesen Schnelltest gemacht und keinen CPR-Test. Das sieht aus wie Malle, ne? Hat schon die Frau bei Check-in gesagt, ja, ich hoffe, ihr habt einen CPR-Test und keinen Schnelltest. Und ich schon so zu Ellie, ey, wenn wir wirklich deswegen nicht fliegen dürfen, war es komplett. Ich weine und alles, so. Und dann einfach, bisher war ja so nichts, viele ne? Leute wurden kontrolliert und so wegen den Tests und allem. Das sieht aus wie genau, und wurden Barcelona, Spanien. 3, 4 Leute konnten nicht mitfliegen. Ich hatte schon so ich war ja auch da schon mal. In Barcelona war ich mit Nelson gewesen. Wir haben keinen CPR-Test und so. Auf einmal wurden wir aufgerufen. Ja, dann wurden wir aufgerufen, aber nicht von der Frau. Ich weiß auch nicht, seit wann man als Hund einen Hund besitzen kann.
die so streng war, sondern von dem Mann, der da stand. Er so, ja. Die Leute durchgelassen. Genau, die Leute durchgesagt. Genau. Und dann meinte er so, ja, wo steht bei euch CPR drauf? Wir so, ja, wir haben den gestern gemacht und so. Und er hat uns auf korrekt durchgelassen. Ihn hat es nicht gejuckt. Bei der Frau, die hat uns straight weggeschickt, weil die übel streng war. Ey. Junge, richtig Geschichten aus dem Paulanergarten, Alter. Voltaren Schmerzgilforte ist mehr als... Und sowas nenne ich einfach so viel Glück. Vor allem, wie kann man... Das war einfach Schicksal. Ja, das stimmt. Das war einfach Schicksal. So. Wir hatten in den letzten Monaten so viel Pech. Und da hatten wir jetzt einfach einmal Glück. Ich will jetzt nichts sagen, aber wir wohnen in Barcelona. Was? Auf jeden Fall sind wir jetzt in unserem Haus. Okay, es ist ein Haus. Es ist keine Wohnung. Du kannst ja ganz bisschen leaken so. Ich leak gar nichts. Mach von hier. Nein, morgen kommt die Haustour. Wie ach so, das? Stimmt. Ja, ja. Habe ich voll vergessen. Deswegen, Leute, wie gesagt, morgen Haustour. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um es nicht zu verpassen. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Wir werden einfach daily unsere Tage hier in Barcelona, in Spanien filmen. Ich kann euch so einen kleinen Sneak Peek vom Garten geben. Also hier ist quasi so unsere Terrasse im Erdgeschoss. Dass ihr wisst, so, ist einfach nur geisteskrank. Gehen jetzt erstmal in die Innen. Oder geisteskrank, einfach sieht aus wie Gefängnis, Alter. Ich schwöre hier mit diesen Dingern da oben, einfach denkst du Knast, Alter. Knasthof. So, ist einfach nur geisteskrank. Ja, geisteskrank. Gehen jetzt erstmal in die Innenstadt, schauen uns alles an. Ich werde ein bisschen für euch geisteskrank, filmen. Leute. Wir gehen einfach Gefängnis. Erst Einkauf in Barcelona. Ihr seid live, the boy. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Oder ich schwöre, sieht einfach aus wie Knast. Okay, Leute. Warte, ich schwöre eigentlich Prison Break Musik rein, ehrlich. Wir sind jetzt unterwegs in den Streets. Gebt euch mal die Straßen hier. Aber Barcelona ist cool, Digga, ehrlich. Ich war gerne da gewesen. Ich vermisse die Zeit auch. Ist, auf drei Jahre her. So Maskenpflicht. Aber das ist sowieso nur zu eigenen. Drei Jahre mit Nelson. Ja, deswegen, das juckt mich nicht. Solange man in die Läden shoppen gehen kann und so, die ganzen Sachen. Es ist einfach so cool. Es ist so cool. Und ich bin so glücklich. Ich gehe jetzt hier nach links. Leute, wir gehen gerade, wie gesagt. Großeinkauf machen. Wir nehmen euch mit. Oh, warte mal. Was denn? Nice Tachnis. Ich bin nervt. Auf jeden Fall wollte ich einfach sagen, cringe, alles erreicht. Digga. Leben durchgespielt. Was auch mir aufgefallen ist, der Verkehr hier mitten in der Innenstadt. Ist so crazy. Der ist zu crazy. Jeder fährt, wie er will. Ja, jeder fährt, wie er will. Jeder fährt so schnell, wie er will. So, aber es ist einfach so cool, Mann. Die Leute sind so cool. Die Oben ist auch so cool. Alles ist einfach so cool. Bürgersteig fahren. Das ist erstmal einkaufen. Wir haben die Cam aufgestellt. Mann, was ist das, Alter? Wie viel Werbung denn? Die Leute sind hier sogar so cool. Die beschweren sich nicht, wenn du filmst. Ja, die hat gesagt, richtig cool. Ja, das stimmt, Digga. In Deutschland, Digga. Ey, mach die Kamera aus. Ich bin versehen. Fortnite. Das merke ich immer bei, auch wenn ich in Amerika bin und sowas, so korrekt die Leute. Gar nicht, die sind da nicht so verkrampft, die Leute, Alter. Viel offener, sympathischer und so. Aber für Fortnite. Ja. Nein, schau mal, das Eau de Toilette, Fortnite Spray und Fortnite Mäppchen. Lass das irgendwann mal holen, so Zeug, und dann verlosen. Ja, ich hol's jetzt. Auf Cringe-Basis, doch. Für Fortnite. Wir haben einen Rieseneinkauf. Warte, ja, lass mich noch anschauen. Können wir bitte weitermachen? Ja, okay, aber für Fortnite eigentlich. Leute, ich darf es nicht holen. Ja, kannst du schieben? Dann denkst du es. Nee, egal. Okay, Leute, erste Straftat wurde schon mal begangen. Einfach Wagen abgezogen. Film mal. Wir haben komplett einen Großeinkauf gemacht. Wir wollten kein Taxi holen oder so. Wir wollten kein Taxi holen. Dafür ist denen das Geld zu schade, oder was? Aber lieber Einkaufswagen klauen. Ehre. Und dann einfach Wagen abgezogen. Jungs, boah, heftiger Typ, ja, Alter. Ja, weil die hatten da nur filmen. So kleine Tüten. Aber wir zeigen euch den Einkauf, wenn wir zu Hause sind. Okay, ich habe gesagt, ich werde nicht so viel leaken. Trotzdem, hier seht ihr den Haupteingang. Und wir haben einfach einen Einkaufswagen abgezogen. Ich weiß nicht, ob man es vorhin so gut gehört hat. Aber so, wir wollten kein Taxi jetzt holen, weil es wäre... Warum fühlt man sich so cool, wenn man einen Einkaufswagen mitgenähen lässt, Alter?
voll der Eck gewesen. Ja, außerdem ist unsere Straße momentan gesperrt und da können keine Autos reinfahren. So, und deswegen, ich hätte nicht vom Taxi noch irgendwie die Straße rein, die ganzen Sachen ohne Tüten getragen. Nee, das hätte ich nicht gemacht. Nee, man kann ja auch nicht mehrmals gehen. Ne? Mit diesem Einkaufswagen, jeder hat uns angeschaut. Aber mir war es komplett egal. Ellie war so am Anfang, nee, lass lieber nicht machen. Am Ende kommt noch Polizei. Dann an der Kreuzung war sogar ein Polizeiauto. Und sie so, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Ich so, nee, ja, lass einfach Fall. So weiter. Sie so, nein, geh zurück um die Ecke. Ja. Junge, es war so eine dumme Idee gewesen. Oder warum hat der kein neues Video gemacht? Wir wurden von der Polizei in Spanien verfolgt. Das wäre doch perfekter Titel wieder für den gewesen. Und dann hätten die uns aufgehalten und ja. Aber wir sind heil eingekommen, Großeinkauf. 200 Euro gezahlt. In Deutschland hätten wir dafür in einem Edeka oder Rewe 400, ungefähr 500 Euro gezahlt. Hier sind die Lebensmittel voll billig und ich bin auch gespannt, wie sie schmecken. Aber die werden bestimmt voll gut schmecken. Und jetzt räumen wir erstmal alles ein. Wir einen Kühlschrank hatten, der nur so groß war. Jetzt haben wir einfach Gefrierschrank und Kühlschrank. Mehr will ich nicht leaken, aber hier Gefrierschrank. Nächstes Video, oh mein Gott, wir treffen Lionel Messi. Kühlschrank, der muss sauber gemacht werden. Aber ich räume die Sachen trotzdem jetzt schon ein, weil es kommen erst morgen unsere... Oh mein Gott, die haben ihr Haus geleakt, Freunde. Wir konnten ihr Haus sehen. Für eine Sekunde. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir sehen ihr Haus! Hier ist eine Treppe! Wow, wie schön! Es kommen erst morgen unsere Sachen an, morgen in der Nacht. Und wir können die Sachen nicht draußen lassen. Und wenn unsere Putzsachen morgen ankommen, dann räumen wir den Kühlschrank aus, machen ihn sauber und räumen ihn dann wieder ein. Schreibt mal in die Kommentare, wie schön sie ist. Auf jeden Fall, diese Straßen hier sind so schön, Mann. Ja, Mann, da war ich auch gewesen. Das war richtig chillig dort, ehrlich. Sie? Aber dann gehe ich doch eher auf die Straße, wenn ich das hier sehe. Auf jeden Fall, gebt euch mal, wie breit das ist. So, Taro, Elli, geile Qualität, weil wir haben viel Geld investiert. Nee, aber wirklich, so eine geile Qualität auf meinem Kanal. Ich glaube, das ist niemand gewöhnt. Und ey, egal um welche Uhrzeit, hier ist immer so viel los, auch während der Corona-Phase. Allgemein, hier ist... Oh, Leute! Ihr seid live dabei. Taro, verdammt nochmal, mach es. Und wie sieht die Wurst aus? Zeigt das Würstchen. Flüssig. Es ist flüssig. Es ist absolut Flatterschiss. Oder ist der Typ ekelhaft, Alter? Leute, das Ding ist, wir hatten kein Hundefutter dabei. Wir haben ihm nur so Nassfutter gegeben, was wir im Laden bekommen haben. Er will gar nicht aufhören. Ja, Feini, du bist so ein Feini. Ne, ist echt so, lass den Hund doch einfach sein Geschäft machen, Digga. Wenn Kylie, wenn mein Hund macht, ich stehe auch nicht da, was machst du da, oh ja. Dann gucke ich sogar teilweise weg, Digga, weil ich den Hund in Ruhe da sein Geschäft machen lassen will. Was ist das denn, Alter? Was sagen Sie dazu? Das war Taros erster offizieller Schiss auf der Straße in Barcelona. Oder wie dein Dad sagt, Barcelona. Hier, schmeiß mal weg. Ich fass es nicht an. Jetzt auf einmal. Nimm's in die Tasche. Die haben das nicht mal richtig weggemacht, Digga. Was ist das denn, Alter? Guck mal, da liegt noch voll viel. Haben die nicht mal weggemacht. Genau solche Leute hasse ich, Digga. Wirklich. Jeder, der das macht, ist ein Hund. Wenn euer Hund draußen kackt, dann macht ihr das weg, Leute. Und das bleibt da nicht einfach rumliegen. Jetzt auf einmal. Nimm's in die Tasche und dann nehmen wir es. Das gehört sich nicht, Digga. Was redest du? Ja, hä? Wir müssen doch. Nein, das ist die erste Kacke von Taro. Die müssen wir doch sammeln. In Barcelona. Nein, wieso machst du das? Nein, nimm doch mit jetzt. Wo ist das? Nein, das ist die erste Kacke von Taro. Willst du die nach Hause aufhängen? Junge! Du bekommst 100 Euro von mir, wenn du das auf einen Menschen wirfst. Auf ein Auto. Komm, wir laufen weg. Elli! Hörst du? Ich schwöre, ich hab getroffen. Ja! Gleiche gedacht. Leute, wir haben gerade... Oder bei Gott, ne? Was soll man dazu noch sagen, Alter? Wirklich. Schämen sollte man sich, Digga. Der schmeißt einfach einen anderen Typen mit der Kacke von seinem Hund ab. Hörst du? Du hast nicht dein Ernst, oder? Ich schwöre, ich hab getroffen. Ja! Digga, der checkt das nicht mal, was der da für eine Kacke abzieht. Der denkt, das ist cool, was der da macht, Alter. Was bist du für ein Opfer, Junge?
Was für ein Opfer du bist. Ehrlich, Digga, der Arme. Leute, wir haben gerade an das Gleiche gedacht. Sie wollte gerade die Musikbox rausholen. Und dann er sagt so, mach mal Musik. Schwer, da wäre ich aggressiv genau. bei sowas, und dann, ne? Ich hau so gegen diesen Baum und dann auf einmal Orangen fallen runter. Wisst ihr, wie geil das ist, Alter, einfach in Spanien. Schade, dass das nicht einfach mal so ein Typ gewesen wäre, weil wenn niemand mich einfach so mit Scheiße auf Straße abgeworfen hätte, dann wäre aber was los gewesen, ehrlich. Kann froh sein, dass der Typ da nichts gemacht hat auf dem Fahrrad. Du haust gegen einen Baum. Einfach morgen Orangensaft. Und da kommt Früchte. Orangensaft. Turn up. Einfach Orangensaft. Boah, da haben sich zwei gefunden, Leute, jetzt Alter. Mal beide genauso cringe, es ist so Alter, cool. Ehrlich. Barcelona ist so cool. Gebt euch mal einfach so viele Orangen für Orangensaft. Turn up. Einfach Orangensaft. Hey Leute, wir haben jetzt Dienstag, den 2. März. Die erste Nacht war an sich was richtig nice. Opfer, und das Madige war halt, Ausgangssperre ist hier um 22 Uhr in Spanien. Und die Restaurants haben auch nicht so lange offen. Wir wollten dann noch spontan zu Maggie gehen, aber haben wir dann doch nicht gemacht. Falls ihr weiterhin tägliche Vlogs sehen wollt, dann sprengt auf jeden Fall den Like. Sprengt den Like-Button hier. Wir sprengen den Dislike-Button für so eine Scheißaktion, was du da abgezogen hast, Alter. Solltest dich für schämen, Alter. Solltest dich für schämen. Ehrlich. Kriege ich Aggressionen bei sowas. Bei Gott, Alter. Kann man denn sowas auch noch dann cool finden und sich dafür voll feiern, Alter? Keine Ahnung, wieso das 31.000 Likes hat, sowas. Ehrlich. Der Typ muss, glaube ich, mal ein bisschen erzogen werden oder in die Klapse oder keine Ahnung was. Der ist nicht mehr ganz dicht im Kopf, Alter. Ehrlich. Also sowas Ekelhaftes, Alter. Auch unnötig von Revi da sowas zu kommentieren. Das auf dem Fahrrad war ich. Du hast mich mit der Scheiße getroffen. Das gibt eine Anzeige, mein Freund. Dann denken alle, oh, das ist ja nur lustig und bla bla bla. Der ist voll ausgerastet, aber macht so Lost'n Kommi. Ja, check ich auch nicht, Digga. Ohne Sinn.